seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr eine wirklich absolut kompetente Person an der Spitze eines der Wirtschaftsministerien, Wirtschaft oder Finanzen oder Zentralbank. Skalafontaine, würde ich sagen. Also der war ja kompetent und das ist ja gerade mal 24 Jahre her, dass der Finanzminister war und sich mit seinen Vorstellungen eben nicht konnte. Deswegen ist er dann ja zurückgetreten. Und das ist einfach von übel. Das kann so nicht funktionieren. Man kann extrem komplexes Gebilde wie die Europäische Union und auch Deutschland kann man nicht führen mit dem Wissen über die letzten Hinterbänkler in seiner eigenen Partei und Parteiintrigen und lauter diesem Politzeug. Man muss etwas wissen über die Welt, wie die Welt funktioniert. Und dazu muss man einfach mehr Erfahrung haben und mehr gelernt haben. Herr Flassbeck, jetzt frage ich mal ganz provokant, warum sitzen Sie dann jetzt hier in Ihrem Büro und gehen nicht in die Politik? Also es bräuchte ja dann Menschen wie Sie, die dann auch aktiv. Ja, Wirtschaftsminister oder Zentralbankchef bei BSW. Aktiv was verändern und was beeinflussen und sagen, so Naja, machen wir es jetzt. ich hab meinen Versuch ja gemacht. Mir kann keiner vorwerfen, dass ich nicht versucht habe. Ich habe ja meinen Versuch gemacht und war im Finanzministerium. Es ist dann aus vielen Gründen gescheitert. Kann man lange diskutieren, will ich aber nicht. Aber es ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich nicht mehr dabei fühle, jetzt direkt Politik zu machen. Amerikanische Präsidenten können das noch mit 81 oder so. So alt bin ich noch lange nicht, aber ich halte das auch für falsch. Ich halte es für richtig, dass Menschen, die ein ordentliches Berufsleben hinter sich haben, die was geleistet haben, die gezeigt haben, dass sie denken können, mit 50, 60 oder so in die Politik gehen, um dann wirklich etwas für das Land zu tun. Das ist meines Erachtens ein vernünftiger Weg. Bis 80 sollte man das nicht durchhalten, aber 50, 60 bis Anfang 70 ist das völlig in Ordnung. Und das fehlt heute. Es sitzen im Bundestag, es gibt viele Leute, 25-Jährige sitzen im Bundestag. Ich kann nur sagen, muss ich ganz brutal sagen, die haben da nichts verloren. Die können das Volk gar nicht vertreten, die haben wissen nichts von der Welt. Warum sollten die im Bundestag sitzen? Das ist verrückt. Das Da hat Flassbeck natürlich vollkommen recht, aber das trifft auf viele 40-, 50-Jährige genauso zu. Also bei denen ist es ja nicht besser. Also ich glaube, wenn sie da ältere Leute im Bundestag hätten, dann wäre das Niveau dort nicht unbedingt höher. Ich meine, diese gesamte Parteibürokratie ist ja mit irgendwelchen Abnickern durchsetzt, die keine eigene Position vertreten, denn wenn sie die vertreten würden, dann wären sie in ihrer Partei eben nicht aufgestiegen. müssen erfahrene Leute hin, die auch ein bisschen Abstand haben und nicht emotional bewegt sind von allem und diesem. Sonst kann es nicht funktionieren. Aber ist das Niveau nicht generell schlechter geworden, wenn wir mal auf die USA blicken? Da haben wir einen Präsidenten, wo sich viele manchmal fragen, Mensch, weiß der eigentlich gerade, wo er ist? Der andere, ja, den kann man auch durchaus kritisch sehen. Also das kann doch jetzt auch nicht das Beste vom Besten sein, oder? Also viele Nein, Amerikaner natürlich sagen ja auch nicht. auch, also ich weiß gar nicht, wen ich wählen Nein. soll. Nein, natürlich, es gibt überhaupt keine Vorbilder. Das ist völlig richtig. Wir haben eine generelle Entwicklung in die falsche Richtung, auch in den USA. Aber in den USA gibt es immer noch die Stäbe dahinter, die doch offensichtlich. Ja, der außenpolitische Stab, der wird, also kein Mensch denkt ja, dass Joe Biden für die US-Außenpolitik verantwortlich ist. Die wird gerade von Leuten wie Victoria Nuland kontrolliert, also von Neocons. Also das sind vielleicht Leute, die kompetent und theoretisch versiert sind, aber die eine sehr, sehr krude Ideologie haben, die, oder was heißt krude, eine sehr, sehr auf Machtausbau der USA konzentrierte Ideologie haben, die zu sehr viel Leid geführt hat bisher schon. Also ja, die mögen vielleicht kompetent sein, aber das, was die tun, ist nicht im Interesse von über 99% der Weltbevölkerung und wahrscheinlich auch der US-Bevölkerung. Besser funktionieren. Ich habe extra die Yellen genannt, Janet Yellen genannt, weil die ist nicht eine Ausnahmeerscheinung und die ist weitergegangen von der Nationalbank in das Finanzministerium und die ist in meinen Augen auch die Person, die diese ganze Biden-Administration hochhält. Das ist nicht Biden, ist das nicht, garantiert nicht, sondern hat ein paar Leute offensichtlich hinten dran, die wirklich was können und das Ganze bewegen. Aber weil es so schlecht funktioniert, nicht weil es funktioniert schlecht, weil wir nicht in der Lage sind, diesen makroökonomischen Pragmatismus wie die Amerikaner hinzukriegen. Deswegen funktioniert es bei uns noch viel schlechter. Es funktioniert auch in Amerika aus vielen Gründen nicht. Aber es funktioniert bei uns noch viel schlechter und das ist von übel. Die Amerikaner haben Vollbeschäftigung. Wir sind in Europa bei 6,5% Arbeitslosigkeit. Das ist immer noch hoch.
Das ist immer noch viel. Wir sind an der Kippe, wo es jetzt vielleicht noch höher geht. Und die Amerikaner haben Wachstum, wir haben es ausgerechnet, Friederike Spieker und ich, in den letzten 10, 12 Jahren von 2,1% gehabt, Europa von 1,2. Das ist zu wenig. Und jetzt noch diese große Krise. Also wird jetzt, wenn wir noch 5 Jahre weitergehen, wird es noch viel schlimmer, wird die Rechnung noch viel deutlicher zugunsten der USA. Also das ist das Mindeste, was man schaffen muss. Ob wir dann die politischen Probleme auch noch alle lösen, Gott, ich weiß es nicht. Aber wir müssen, das Mindeste ist, dass wir den wirtschaftlichen Umschwung hinkriegen, damit die Leute nicht völlig verrückt werden. Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, dass viele momentan sagen, die Geopolitik, Kenneth Rogoff letzte Woche erst, also er hat gesagt, in seinen Lebzeiten, also wo er professionell unterwegs ist, hat er sowas noch nie gesehen, geopolitische Risiken. Ist das wirklich so schlimm oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine Momentaufnahme, dass man sich immer denkt, ja, so schlimm wie heute war es noch nie? Oder hat sich da schon einiges verschlechtert in den letzten Jahrzehnten? War es einfacher in den 90er Jahren, wo es gefühlt wenig Probleme gab? Naja, gab es auch Probleme, aber natürlich gab gefühlt weniger, das ist schon richtig. Ich glaube, was eine ganz große Rolle spielt, ist, dass insbesondere diese amerikanische Administration jetzt im außenpolitischen Bereich grandiose Fehler macht. Man, diese Konfrontation mit China ist vollkommen unnötig. Die ist unnötig wie ein Kropf. Das Gut. Ich hatte es ja gerade gesagt, ich würde nicht sagen, dass das Fehler sind aus Sicht, also aus Sicht der Ideologie von diesen Leuten, die da sitzen. Es ist ja total logisch. Also die befinden sich jetzt in der Thukydides-Falle. China steigt auf, die USA steigen relativ gesehen ab und jetzt muss man irgendwie schnellstmöglich zuschlagen. Durch Handelskriege, durch Boykottmaßnahmen, durch die Provokation militärischer Konflikte eventuell. Und ja, das ist halt diese Konfrontationspolitik, die man da gerade fährt, weil man die Vormachtstellung der USA aufrechterhalten will. Das hängt nur daran, weil es ein paar Neokons in den USA gibt, die sich einbilden, die USA muss die größte Macht der Erde bleiben und es darf niemals China größer als die USA werden. Die werden das nicht verhindern, das ist absoluter Blödsinn. Sie werden das nicht verhindern, die USA werden zurückfallen als zweite oder dritte Macht. Aber dieser Kampf ist völlig irrsinnig, auch diese Konfrontation mit Taiwan ist. Was geht uns das an? Geht uns überhaupt nichts an? Und dass die Europäer sich da noch teilweise hineinziehen lassen, ist wirklich unendlich dumm und naiv. Es geht uns nichts an und lass die Chinesen das machen, die kriegen das schon hin über, was weiß ich, 50 Jahre oder irgendwas. Es ist mir auch vollkommen egal, aber wir haben uns da rauszuhalten. Das ist wirklich eine innerchinesische Angelegenheit. Und diese Konfrontation ist vollkommen sinnlos. Dann ist natürlich. Die Thukydides-Falle, weil gerade einer fragt. Der griechische Historiker Thukydides hatte der Peloponnesische Krieg beschrieben. Und das Ausbrechen dieses Krieges eben mit dem Aufstieg und dem Abstieg Athens erklärt. Die aufsteigende Macht Sparta hat Athen herausgefordert und das führte unweigerlich zum Krieg. Und Sparta hat dann am Ende auch gewonnen. Also, ja. Das ist es im Kern. Eine alte Macht, die steigt ab und eine neue Macht, die steigt auf. Und wenn die neue aufsteigt, dann versucht die alte Macht, das irgendwie zu verhindern. Und das kann dann ganz gerne mal zum Krieg führen. Ja, die Falle ist der Krieg. Also vor dem Krieg, da gewinnt ja am Ende keiner. Also der Peloponnesische Krieg, der war ja katastrophal. Der hat ja Griechenland komplett verwüstet. Aber, und der hat Griechenland auch dem Einfluss fremder Mächte geöffnet. Also jetzt nicht, dass da was erobert wurde, aber die Perser haben ja Sparta unterstützt, um Athen zu schwächen. Und Sparta hat deswegen den Krieg auch gewonnen. Also ja, so. Wie gesagt, das ist halt die Falle. Und ein Krieg zwischen den USA und China ist jetzt unwahrscheinlich, aber ein Wirtschaftskrieg oder Stellvertreterkriege. Also, oder tatsächlich in Taiwan, da wäre eine direkte Konfrontation denkbar. Also die USA provozieren da ja auch immer mehr, aber wirklich ein großer Krieg zwischen diesen beiden Mächten, daran kann wirklich keiner Interesse haben. Ich meine, das sind zwei Atommächte. Habe ich schon gesagt, der amerikanische Protektionismus ist jetzt eine ganz neue Nummer, die Biden eingeführt hat, was oder unter Trump schon angefangen hat, aber Biden dann noch verstärkt hat. Das ist das Ende sozusagen einer geordneten Globalisierung. Das muss nicht so weitergehen. Wenn wir eine vernünftige amerikanische Führung hätten, könnte das schnell wieder korrigiert werden, könnte das alles wieder eingerichtet werden. Die Amerikaner haben ja die Welthandel. Wenn wir eine vernünftige amerikanische Führung hätten. Also wir haben Trump, der diesen Handelskrieg gegen China überhaupt erst begonnen hat, und wir haben Biden, der wirklich in allen
weltweit auf noch weitere Eskalation setzt. So, wo diese vernünftige amerikanische Führung herkommen soll, das müsste mir dann auch mal einer erklären. Bundesorganisation völlig aufgegeben, offensichtlich. Ne? Sie machen alles nur noch bilateral und das ist schon ein großes Problem, wenn man Welthandel hat ohne internationale Regeln und ohne eine multinationale Institution, die dafür verantwortlich ist, also eine funktionsfähige, das ist ein gewaltiges Problem. Und deswegen gibt es einen Stopp oder eine Bremsung in der Globalisierungstendenz, die ich jetzt für sich genommen nicht für so schlimm halte, dass ich sagen würde, jetzt ändert sich die Welt da fundamental. Aber wenn wir nicht politisch aufpassen, dann kann es schon passieren, ne? Dann werden die Konfrontationen immer größer und dann ist die Globalisierung am Ende und dann ist natürlich auch vieles von den Chancen, die man die Globalisierung mitgebracht hat, gerade für Deutschland, ist dann weg, ne? Es ist nicht Warum? umsonst, dass Deutschland, ja, Deutschland, weil Deutschland hat von dieser Globalisierung natürlich unheimlich massiv profitiert, weil es mit seinen riesigen Leistungsüberschüssen, mit seinem Exportsektor, mit seiner Investitionsstärke im Investitionsgüterbereich hat es ungeheuer profitiert. Und Deutschland ist nicht durch Zufall jetzt der schlechteste Performer bei dem Wachstum mit seinen minus 0,3. Nein, das ist einfach, weil wir haben weltweit eine Restriktionspolitik gehabt, von der Geldpolitik her. Und das betrifft die Investitionen natürlich, da gehen die Investitionen runter. Also wer ist betroffen? Der größte Investitionsgüterhersteller der Welt sozusagen, das ist Deutschland, der ist davon am meisten betroffen. Und wir haben falsche Binnenpolitik, das ist aber unser eigener Fehler hier in Europa. Und das beides zusammen ist kein Wunder, dass Deutschland da stark betroffen ist. Also auch da mache ich jetzt keine Jahrhundertgeschichte draus, Deutschland als kranker Mann oder so. Das ist alles Quatsch. Es gibt ein echtes grandioses Problem, ein makroökonomisches Problem, was wir in Europa nicht lösen können. Und das ist das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Wir können das gerne. Weil gerade einige im Chat fragen, ja, ein Video zum Europawahlprogramm der Wagenknecht-Partei wird folgen. Nicht heute, nicht heute. Lest mir das erstmal selber durch und dann stelle ich euch die wichtigsten Punkte vor. Geldpolitisch nicht lösen, da sind wir zu inflexibel, haben die falschen Leute an der Spitze und wir können es finanzpolitisch nicht lösen, weil wir nicht intellektuell in der Lage sind, dieses Schuldenproblem mal anzugehen. Das ist das Irre. Aber wäre es so einfach, dass wir sagen, Zinsen runter, Schuldenbremse weg und Ja, Schleusen ja. auf, dann wären wirklich nicht alle Probleme gelöst, Alles aber nicht, nein, dann wird alles es nie besser laufen. gelöst. Nein, wenn wir eine vernünftige Lohnpolitik hätten, also Lohnpolitik auf dem Produktivitätspfad, stabil auf dem Produktivitätspfad, wenn wir eine expansive Finanzpolitik hätten und die Zinsen wieder runtergehen, dann wird es sich sehr schnell drehen. Dann haben wir eben das Mindeste erreicht, das wir erreichen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen, nämlich wieder eine Expansion und Wachstum. Wachstum darf man ja schon nicht mehr sagen, aber das ist schon eines der Probleme, dass man Wachstum nicht sagen darf. Nein, wir müssen Entwicklung haben, wir müssen Vorwärtsentwicklung haben, egal ob man die Wachstum nennt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Und diese Entwicklung, die hängt und die Marktwirtschaft geht nicht so. Die muss sich bewegen. Wenn sie sich nicht bewegt, im Stillstand ist tödlich. Was machen eigentlich die Chinesen falsch? Bevor wir gleich noch zu COP kommen. In China läuft es ja nicht. Jetzt gibt es viele, die sagen, ach, die wachsen immer noch zuletzt mit 5,2%. Also, So, ja. das müssten wir erstmal haben. Also ist das normal, dass sich so ein Wachstum dann nach so einer starken Phase, China hat ja Ja. wirklich da viel richtig gemacht in den letzten Jahrzehnten, zumindest wachstumstechnisch, ist das normal aus Ihrer Sicht oder machen die auch gerade viel falsch? Denn die bauen ja auch in gewisser Weise ihre Wirtschaft um. So, auch so ein bisschen, wie wir ja auch machen. Also ich glaube, China hat natürlich, war der Corona-Schock war in China ja viel, viel größer als bei uns. Ne? Die haben ja wirklich eine verrückte, absolut verrückte Corona-Politik gemacht. Das hat wahrscheinlich inzwischen die Regierung noch eingesehen, dass das völlig verrückt war. Also sie haben sowas von überdreht und überzogen und sind damit auf die Nase gefallen. Und da haben sie natürlich auch ihre Wirtschaft massiv geschadet und dem Konsumverhalten. Diese Wirtschaft hat ja in den letzten Jahrzehnten vom Konsumverhalten gelebt und von der Lohndynamik, einer vernünftigen Lohndynamik, aber einer hohen Lohndynamik, also echt einer deutlichen Steigerung der Einkommen. Und die Zahlen sind nicht so ganz klar. Wir haben mal versucht, das ein bisschen rauszufinden, aber es ist schwierig mit den Zahlen. Aber meine Vermutung ist, ich sage jetzt mal, meine Vermutung ist, die Lohnentwicklung ist angehalten worden, auch aus Furcht vor, ja, internationaler Konkurrenz oder was auch immer.
Und deswegen ist ja auch die innere Dynamik in China deutlich langsamer geworden. Gut, 5,2% haben sie gesagt, ob es stimmt, weiß keiner. Das ist Das eine ist die Zahl, Frage, ja. kann man glauben oder kann man nicht glauben. Aber es ist natürlich normal. Völlig normal ist, dass dieser irre Boom sich abflacht. Warum flacht er sich ab, kann man auch leicht verstehen. Weil was die Chinesen bisher gemacht haben, sie haben westliche Technologie kopiert, was völlig in Ordnung ist übrigens, ne? Das darf man als Entwicklungsland. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr. Sie sind jetzt an vielen Stellen, sind sie da, genau da, wo wir sind, mit ihrer Technologie. Und da muss man neu erfinden. Und das geht nicht in dem gleichen Tempo, wie man kopieren kann. Kopieren kann man eben schneller. Und man kann eben in der Copy- und Paste-Phase sozusagen, kann man 10, 15% Produktivitätszuwachs haben pro Jahr. Wenn man das selbst erfinden muss, geht es nicht mehr. Dann geht es runter auf 2% oder 3% maximal. Und da sind sie jetzt. Irgendwann passiert das immer. Das ist auch in Japan passiert und in allen diesen aufholenden Ländern passiert, was auch völlig normal ist und natürlich ist und was man auch gar nicht, sich gar keine Gedanken darüber machen muss, was eben auch dazugehört. Wenn ich nicht mehr Entwicklungsland bin, in dem Sinne, dass ich die Technologie einfach importiere und sie selbst erfinden muss, ja, dann wird es schwieriger, klar. Kommen wir noch kurz zu zwei Themen. Fangen wir an mit Klimakonferenz. Was ist da Ihr Fazit dazu? Ja, also da ist mein Fazit ist sehr eindeutig. Es hat ja praktisch in dieser Konferenz hauptsächlich ein Ringen darum gegeben, ob man irgendetwas über die fossilen Rohstoffe überhaupt in diese Schlusserklärung schreibt. Man muss das sich mal vorstellen, ne? Es geht eigentlich darum, weltweit seit Paris spätestens, aber eigentlich schon vorher, die Verwendung von Ich glaube, die Klimapolitik, ja, die fossiler ist Rohstoffe gescheitert. Also herunterzuziehen. das ist ein Punkt. Ich glaube, den brauchen wir uns jetzt auch nicht nochmal explizit ansehen. Darum ist Milei verrückt. Da ist der Javier Milei. Muss mir letztens anhören, dass der nicht Milei. Gucken wir uns noch an. Also bei der Klimapolitik, da kann ich Flassbecks Punkt kurz zusammenfassen. Er ist dafür, dass es ein globales Abkommen gibt, um die Produktion, um die Förderung fossiler Rohstoffe einzuschränken. Denn sobald das Zeug aus der Erde geholt wurde, wird es am Weltmarkt auch verkauft. Also man muss wirklich eine Absprache, also die großen Konsumentenländer, also vor allem Europäische Union, China, Japan, muss mit den großen Konsumenten, muss mit den großen Produzentenländern, vor allem der OPEC Plus, also das ist ja die OPEC plus Russland, da muss ein globales Abkommen erreicht werden, wie inwieweit die einen ihre Produktion senken und die anderen weiter steigende Preise garantieren. Also die werden da die Öl fördern, denen muss garantiert werden, dass sie aus dem Öl aussteigen können, ohne dass das zu riesigem finanziellen Chaos führt. Da muss es einen vernünftigen Pfad geben und ja, das ist für beide Seiten vorteilhaft. Jeder hat so Planungssicherheit. Dafür bräuchte man aber eben globale Kooperation, dafür bräuchte man ein globales Abkommen, dafür bräuchte man auch eine andere Art und Weise, wie man Rohstoffhandel organisiert. Also dass da nicht die Finanzmärkte plötzlich sagen, heute kostet ein Fass Öl $150, wie es kurz vor der Finanzkrise der Fall ist, oder heute kostet es mal minus 10 oder minus $30 oder was für irre Preise da zeitweise während Corona abgerufen wurden. Also ist jetzt kein Scherz, da gab es wirklich Negativpreise für eine US-Ölsorte. Beziehungsweise für andere Ölsorten, die haben da auch nur $20 gekostet. Also auch das war nicht annähernd kostendeckend. Also es zeigt, wie irrational die Finanzmärkte in beide Richtungen überschießen. Und wenn man da Planungssicherheit wollte, dann müsste man eben auch die Freiheit der Finanzmärkte, diese Preise hin und her zu schaukeln, einschränken. Und das wäre eben auch bei anderen Rohstoffen vernünftig. Also das ist jetzt nicht nur das sind jetzt nicht nur fossile Brennstoffe, das ist auch irre, dass sich der Preis von einem wichtigen Nahrungsmittel wie Weizen oder Mais oder Reis, dass der sich mal eben verdoppeln kann, weil Spekulanten da gerade auf den Zug aufspringen. Also auch das müsste man durch globale Koordination lösen. Wie gesagt, das ist an dieser Stelle immer Flassbecks Punkt. Ich habe mir kurz erklärt, deswegen schauen wir uns jetzt nicht an, dass er den. Also wie gesagt, da gibt es auch zahlreiche Artikel auf relevante Ökonomik, die ihr euch ansehen könnt, wenn euch das noch weiter interessiert. Schon gesagt, dass der Staat vielleicht mal wieder im Kern Ja. wirklich die wichtigen Dinge macht, wo es ja genug Hausaufgaben gäbe, die auch gerade in Deutschland bei uns irgendwie zu kurz kommen. Ja, also Milei ist ein Verrückter, machen wir uns nichts vor. Da ändert alles nichts dran. Der hat auch die Rede, die er in Davos gehalten ist, an der Grenze zur Verrücktheit, aber egal. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, kann man auch nachlesen auf relevante Ökonomik.
Nein, das Erste ist schon mal, und erstaunlich ist, dass der Internationale Währungsfonds macht das natürlich mit, und jetzt jubeln sie alle, der Währungsfonds und Argentinien zusammen. Die machen jetzt mal Budgetkürzungen, ne? Genau wie uns. Sie kürzen jetzt mal Budget. Ne? Argentinien hat eine viel tiefere Krise als wir, -2,5% im vergangenen Jahr, also richtig massive Rezession. Und jetzt kürzen sie einfach mal. Ja, was kommt denn da raus, wenn sie kürzen? Ja, die kürzen wieder die Unternehmergewinne, die vernichten wieder Unternehmergewinne. Die Einkommensteuer soll gleichzeitig erhöht werden und der Staat übernimmt die Schulden von Großunternehmen, beziehungsweise er schaltet da das Wechselkursrisiko auf, was de facto eine Übernahme ist, da der Wechselkurs des Pesos sich innerhalb kürzester Zeit mittlerweile schon halbiert hat. Also das ist, ja, die Großen werden gerettet quasi und das darf der normale Argentinier jetzt bezahlen. Also die Strategie von Milei, die scheint zu sein, wir verarmen die Bevölkerung, wir senken das Lohnniveau so weit, dass wir Exportindustrie anlocken. Also wie viel Inflation es gibt, ist ja egal. Kann man ja eh dollarisieren, das Land. Also was interessiert einen schon, ob die eigene Währung vertrauenswürdig ist oder nicht? Zur Not führt man Dollar ein. Also das ist die Strategie, die ich da erkennen kann. Also Flassbeck sagt ja jetzt, er sei verrückt. Kann auch sein, dass da keine Strategie, sondern wirklich nur Ideologie hintersteckt. Ich würde schon zumindest mal so viel Strategie unterstellen, dass er tatsächlich Exportindustrie anlocken will und die normale Bevölkerung, die darf das Ganze dann bezahlen, indem sie sich von ihren Löhnen halt nichts mehr kaufen kann. Staatliche Ausgabenkürzung bedeutet Vernichtung von Unternehmergewinnen. Und dann stellt sich der dumme Milei hin in Davos und sagt, die Unternehmer sind unsere Helden, wir sind meine Verbündeten, ich bin der Verbündete der Unternehmer. Und gleichzeitig tritt er ihnen das Standbein weg, weil er ihnen die Gewinne nimmt. Das ist toll, das ist geniale Politik. Und zur Inflation hat er überhaupt keine Idee, was er da machen soll. Wenn sie jetzt noch restriktive Geldpolitik machen, also die Zinsen nochmal deutlich erhöhen, dann wird es noch viel schlimmer. Dann tritt er den Unternehmern auch noch das zweite Bein weg und dann liegen die im Dreck. Also das ist verrückt. Hat nichts mit rationaler Wirtschaftspolitik zu tun. Wobei man ja sagen muss, die Inflation ist ja auch ohne Milei schon bei 90%. Also da hat es da vorher auch hinten und vorne nicht Nein, die funktioniert. haben alle Fehler gemacht. Die Sozialisten, die Peronisten haben unglaubliche Fehler gemacht. Die haben ganz schlechte Wirtschaftspolitik gemacht. Ja, die Peronisten. Sozialisten waren da in Argentinien nicht an der Macht. So, Peronismus, den kannst du in manchen Zeiten als Linksnationalismus beschreiben. In anderen waren auch die Peronisten, ja, auf Linie des neoliberalen Zeitgeistes. Beispielsweise in den 90ern, Carlos Menem, der hat ja wirklich alles gemacht, was die IWF ihm da vorgelegt hat. Argentinien damit in riesige Krise befördert. Aber immerhin gab es 15 bis 19, 2015 bis 2019, gab es einen Bruder im Geiste von Milei, nicht ganz so verrückt, sondern der mit Namen Macri, der war Präsident. Entschuldigung, der hat das Land auch massiv runtergefahren mit seinen Kürzungsversuchen. Es geht nicht. In der Rezession kann man nicht kürzen. Herr Flassbeck, dann halten wir für heute fest, Lagarde, Lindner, Milei, eigentlich alle Nee, verrückt es geht aus Ihrer nicht. Sicht. So geht es nicht. Nee, so geht es nicht.